Eine Schießstelle, muss ich gerade sagen. Und musste unbedingt noch ein Stück näher ran. Das kann doch nicht wahr sein jetzt. Nimm die Waffe. Controller-Steuerung, ich bin nicht der Beste. Gut, das war's. Weil du wüsstest, ob die noch genug Munition hat. So, du kleiner Bobo mit deinem dicken MG, jetzt bist du tot, ja? Bam, bam, bam. Komm schon, so, jetzt nochmal. So, jetzt haben wir es. Willst du jetzt einen verarschen oder was? Gibt's doch gar nicht. Ja, richtig kompetent am Werk mal wieder. Ganz ruhig. Es ist ja nicht so, als hätte ich mich wieder angestellt wie der letzte Vollidiot. Lösen wir das Ganze ein bisschen eleganter. Boah, die Maus ist so mega schnell. Jetzt irgendwie ein bisschen schlecht, dass sie leer ist. So. Faith-Bericht oder irgendwas will er von mir. Ich hab's aber nicht verstanden. So, jetzt bei der eigentlich einfachen Stelle das gefühlte 500. Mal. So. Ja. Line B. Jetzt gehen wir nach Line B. Stimmt, ich hätte es fast vergessen, aber wir sind ja immer noch auf dem Schiff. Ja, klar. Dass er mich so zurückstößt, das verstehe ich noch nicht ganz. Und wie die sich da abrollen kann, ist mir auch echt gefackt mir jetzt. Verdächtige gesichtet. Keine Löffel. Lol, was machst du denn hier? Ich nicht mehr reinkommen. Dankeschön. Ja, klar. Komm schon, die scheiß Affe. Weg damit. Neue Waffe. Problem gelöst. Komm schon. Wo ist denn hier lang? Warning. Da stand irgendein Schild mit dem chemischen Zeichen für ätzend und entflammbar oder sowas. Nee, nur ätzend. Aber hier könnte doch ein Koffer sein. Oder es war tatsächlich der richtige Weg. Also wissen wir schon mal, was hier auf diesem Schiff transportiert wird. Und ich finde, es ist nichts Gutes.
Chemikalien, das kann doch eigentlich nur eine schlechte Nachricht sein. Jetzt kann man hoch, Mädel. Dann gehen wir hier halt weiter lang. Vielleicht entscheidet sie sich ja jetzt zum Beispiel hier hoch zu gehen. Okay, halt nicht. Na gut. Wie ich diese scheiß Rohre da hasse, diese Lüftungsschächte, das ist alles unglaublich einfach nur. So, und jetzt sind wir hier lang. Schnarch, schnarch, schnarch. Alter, wie weit ist denn die Strecke da? Heb dich doch fest, Mädel. Ich kann einfach nicht die Tasche öfters drücken als Button Smashing machen. Das kann doch nicht wahr sein. Manchmal läuft so gut. Wie vorhin jetzt, als wir vor den Polizisten da abgehaut sind. Und jetzt läuft ja so scheiße. Na los, na los, na los. Da müssen wir noch ein gutes Stück. Weil es so Spaß macht. So, jetzt aber. Nein! Weil. Okay, Leute, und noch einmal, weil es so freudig. Solche Passagen sind einfach nur langweilig. Die machen das Spiel doch. Es kann sein, man schafft es beim ersten Mal, oder es kann sein, man fällt zwischen den scheiß Lüftungsschächten durch. Oder sie will sich einfach mal wieder nicht festhalten. Aber was soll's? Na los. Yeah. Ach so, natürlich muss man hier da hinten lang, sonst wäre das ja eigentlich gar nicht gegangen. Das ist ja klar. So, was steht da auf dem Boden? Level 17? Ne, 7b. Drake sagt, er hat einen Runner in deiner Gegend. Er hat ihm von jeder Menge Aktivität auf dem Schiff berichtet und er hat vielleicht deinen Mann auf dem Oberdeck gesehen. Okay. Yes, sehr nice. Kann man jetzt hier an der Ecke rum? Ich glaube schon. Och, Mädel, halt dich doch einfach nur fest. Das kann doch wohl nicht so schwer sein. So, und nochmal. Das schaffen wir schon. Dankeschön. So, wohin jetzt? Ich will ehrlich gesagt nichts falsch machen. Aber natürlich mache ich wieder alles falsch. Wo muss ich denn hin, wenn ich an der Kante da hängen? Ich probiere mal da links dann hochzugehen, links an den Lüftungsschächten. Das scheint mir doch eine gute Idee zu sein. Leute, ich habe so Hunger, das ist unglaublich. Komm. Ich will nicht mehr. Halt dich doch fest. Das verzögert das ganze Spiel. So. Dankeschön. Nein, da geht's nicht lang. Da geht's nicht lang. Das ist ja schön zu wissen. Weil es hier nämlich auch nirgends weitergeht. Das ist ja spektakulär behindert.
Lol. Okay, wieso auch immer du dich hier festhalten kannst. Was machst denn du? Ach, das ist ja so eine tolle Kante, wo man sich nur runterlassen kann. Naja, sinnlos. Dankeschön fürs Festhalten. Wo muss ich denn jetzt lang? Da falle ich runter. Müssen wir hier. Ja. Oh, wie ich bei sowas einfach immer Stunden brauche. Entweder probiere ich einfach immer nur den falschen Weg aus, oder? Ich weiß auch nicht. Und wieso kommt sie da jetzt wieder nicht hoch? Dankeschön. Okay, neuer Versuch. Ich will nichts gesagt haben. So. Kann es vielleicht sein, dass ich, wenn ich hier bin, da so hin muss? Nein, aber festhalten geht natürlich auch und es ist ja nicht so, als hätte ich die Taste gedrückt. Okay, und nochmal. So. Ich probiere jetzt einfach mal da lang. Nö, es geht nicht. Das kann man vergessen. Es geht einfach nicht. Oh, kann sein, dass ich weiß, wie es geht. Wenn ich hier mal wieder hochkomme. Kann sein, dass ich hier ganz nach rechts muss. Und ich dann hier festhalten muss. Dann hier nach ganz links gehe. Und dann an das Geländer daran komme. Nee, natürlich nicht. Festhalten. Da müsste man sich ja anstrengen, gell? Boah, bei sowas da. Der Tipp zeigt mir, dass ich dahin muss. Na gut, dann gehe ich mal dahin. Ich muss da hoch, sagt der Tipp. Ja, das hilft mir sehr viel weiter. Tipps hier fest. Halt dich doch fest, Mädel. Boah, ich will es jetzt noch schaffen an in der Aufnahmesession. Das ist doch unglaublich. Das kotzt mich gerade so mega mäßig an. Jetzt heb dich. Okay. Dann kann sie sich anscheinend nicht an der Ecke festhalten. Okay. Und da festhalten geht auch nicht mehr. Langsam merkt ihr vielleicht, dass bei mir hier auch die Geduld ein Ende hat. So. Dann halt direkt hier an der Ecke, weil sie sich ja da nicht festhalten kann, obwohl es das Spiel ja schön anzeigt. So, wo kommt man jetzt weiter? Geht's hier oben irgendwo lang? Ich probier das jetzt hier mal. Komm schon, komm schon. Nee, das bringt alles gar nichts. Selbst mit Versuchen festzuhalten und sowas geht es nicht. Naja, aber dann werden wir das schon in der nächsten Aufnahmesession schaffen. Bis dann, Leute. Tschüss.